Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City Skylines. Und irgendwie kriegen wir unseren Bewohnerschwund nicht in den Griff. Wir hängen hier bei 26.000 Bewohnern fest. Es geht einfach nicht drüber und ich habe jetzt die Steuern gesenkt in der Hoffnung, dass dann vielleicht ein paar Leute dazukommen. Aber nein, dem ist nicht so. Weiß ich nicht, was es noch sein könnte. Ist es möglicherweise der Verkehr? Aber ich kriege ja keine derartigen Meldungen. Ich kriege einfach das nicht so hin, wie es sein soll. Und jetzt kriege ich hier nicht mal eine Brücke gebaut, beziehungsweise eine Straße rüber gebaut über die über die Schiene. Wenigstens das sollte man noch wohl hinkriegen. Na, wenigstens hatten wir mal gerade ein schönes Panorama auf die beiden Züge hier. So, wenigstens das sollte doch irgendwie funktionieren. Gut, nicht schön, aber naja, wahrscheinlich auch nicht allzu selten. So, damit dort auch nochmal der Verkehrskreis geschlossen ist. Okay, aber wie gesagt, kann es eigentlich nicht sein, dass wir hier immer bei 26.000 und ein paar Zerquetschten rumkrebeln und es einfach nicht gebacken kriegen. Dass hier mal ein paar mehr Leute dazu ziehen. Könnte jetzt natürlich sagen, okay, hier wird ganz wenig Wohngebiet gefragt, dann baue ich da einfach mal was hin. Können wir natürlich versuchen. Mal sehen, ob das irgendwas bringt. Bin ja gespannt. So, Wasserversorgung ist da. Okay, hier drüben ist keiner. Aber auch das kriegen wir hin. So, jetzt haben wir zwar wieder steigende Zahlen, wie man sieht. Aber ob wir jetzt hier tatsächlich über die 27.000 mal kommen... Ich habe da so meine Zweifel. Ah, toll, und hier. Gut. Passiert irgendwie auch nichts. So, wir können ja jetzt einfach mal noch eine Buslinie bauen, die vielleicht mal auf die andere Seite fährt. Wobei, da muss ich ja erstmal eine Haltestelle vielleicht auf der anderen Seite bauen. Ach ne, wir haben eine Buslinie, die hier rüberfährt. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Haben wir denn noch eine, die hier rüberfährt? Ah, okay, hier ist ein Gebäude abgefackelt. Jetzt natürlich so nicht abreißen. So, weg ist es. Und jetzt nochmal Bus. Gut, Buslinie. Ja. Und da
okay, das ist. Dann bauen wir hier eine Haltestelle. So. Ach, verdammt, jetzt muss der tatsächlich hier. Ja, alles klar. So, dann machen wir es mal hier. Da. Müssen ja schließlich alle mitkommen irgendwo. Wobei ich jetzt nicht unbedingt durch jede einzelne Straße hier die Route baue. Aber zu meinem schönen Freizeitpark hier auf jeden Fall doch, den ich hier gebaut habe. Okay, die Frage ist, Linie abschließen. So. Okay, das heißt, der fährt dann auch noch, ja, was ganz okay ist. Da hält er dann zwar nicht, aber naja, egal. Gut, also Buslinie haben wir auch gebaut. Wow, wir haben 26.926 Einwohner. So, wollen wir uns noch mal die Feuer. Wieso ist das hier rot? Warum ist das hier rot, obwohl eigentlich. Ah, okay. Also man darf sich offenbar nicht zu sehr darauf verlassen, was da oben hier in diesem Dingens steht, sondern man sollte sich eher darauf verlassen, was hier tatsächlich. Okay. Dann ist das natürlich klar, dass ich auf keinen grünen Zweig komme. Dann müssen wir eben einfach mal ein paar Feuerwachen bauen. Wenn die Feuergefahr bei 23% liegt, ist das vielleicht doch ein bisschen hoch. Okay, überall sehe ich jetzt grüne Smileys aufblitzen. Vielleicht kriegen wir das ja doch noch in den Griff. Ich bin ja da zuversichtlich. Moment, aber da, was ist denn das hier? Das ist doch eine Feuerwache, oder? Ja. So, das sieht schon mal gut aus hier. Hier sieht es nicht so gut aus. Dann müssen wir eben da. Nee, da kann ich nicht hinbauen. Okay. Jetzt liegt die Feuergefahr nur noch bei 19%. Oh, aber ich sehe schon wieder so viele verlassene Gebäude, ey. Das ist doch anstrengend. So, jetzt sind die hier auch alle wieder zufriedener. Hier ist es noch arg rot. Ach, jetzt habe ich kein Geld mehr. Ich fasse es ja nicht. Na, zumindest sind wir jetzt schon mal über die 27.000. Okay, ich würde sagen, es ist Zeit für eine Steuererhöhung. Eine kleine.
Weil ich denke gar nicht mal daran, dass es daran lag, dass die Steuern so hoch sind, weil da hätten die sich ja wahrscheinlich schon beschwert. Denke ich mal. So, na bitte. Das sieht doch gleich viel besser aus. Und man soll es nicht glauben, Tatsache. 162 Einwohner mehr. Kann man zwischenzeitlich mal wieder ein paar verlassene Häuser abreißen, in der Hoffnung, dass die nächstes Mal nicht wieder verlassen sind. Ich muss echt mal gucken, ob es da ein Tool für gibt, dass die automatisch abgerissen werden, diese verlassenen Häuser. Hier und hier. Hier sollte man vielleicht einfach mal. Das mache ich auch einfach mal. Hier stelle ich einfach mal einen Turm hin. Damit die hier versorgt sind. Mal gucken, ob das was bringt. Bringt natürlich nichts. Na gut. Okay, 27.417. Aber immer noch viele verlassene Gebäude. So. Was ist denn das da für ein Symbol? Muss ich da gleich mal gucken. Geringer Bodenrichtwert. Na nö. Okay, also Feuergefahr haben wir so gut wie aus der Welt geschafft. Wobei so richtig eigentlich immer noch nicht. Hier ist Feuer. So. Das heißt, wir müssen hier einfach mal noch eine Feuerwache hinbauen. So, hier sieht's gut aus. Hier sieht's leider nicht gut aus. Jetzt dürfte es besser aussehen. Moment, wieso sind die da unten auch noch rot? Wenn die hier wirklich an jeder Ecke eine Feuerwache haben? Mein Gott, von mir aus. Wenn es hilft, dann soll das so sein. Vielleicht sind wir ja auf dem richtigen Wege. Ich denke, das werden wir dann vielleicht in der nächsten Folge feststellen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder gebt mir ein Abo. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.